Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic Knights of the Eternal Throne. Letzte Folge wurden wir ganz schön mit Gegnern bombardiert und ja, ich habe mich jetzt hier nicht nochmal umgeschaut. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ja, keine Ahnung. Ob hier noch irgendwo ein Secret oder sowas ist. Es wurde auf jeden Fall gesagt, hier soll ein Secret sein. Es kann gut sein, dass das war, was ich vorhin hier eingesammelt habe mit dem Holocrons, aber wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Von daher werde ich wohl immer nochmal nachgucken müssen. Ob ich tatsächlich was übersehen habe. Eigentlich wollte ich ja jetzt zwischendurch auch mal ein kleines Päuschen machen und dann mal nachzuschauen. Okay. Okay, da können wir nicht durch, da ist zu. Dann müssen wir wohl hier lang. Okay, wir müssen jetzt nach. Achso, wir müssen sowieso da durch. Okay. Jetzt müssen wir so wahrscheinlich lang. Oder so. Gut, hier können wir nicht durch, von daher geht's ja nur hier lang. Brauche ich noch mehr Gegner? Kann ich die vielleicht umgehen? Nein, kann ich nicht. Wie komme ich auch auf die Idee, dass ich die umgehen kann? Ich finde es komisch, dass man mit dem Druiden nicht interagieren kann hier. Aber die kann man auch auf den Balkon gehen. Vielleicht ist da noch ein Secret, genau. Die haben das ja alles kaputt geschossen hier. Das ganze Glas hier. Vielleicht finden wir hier irgendwas Tolles. Balkongarten? Ich glaube aber nicht, ne? Wo das hier ein gutes Versteck für ein Secret wäre, weil, wie gesagt, es kann sein, dass das war, was wir schon eingesammelt haben. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt muss ich doch mal kurz jemand neu machen. Okay, hier können wir nicht rein. Hier ebenfalls nicht. Okay. Okay, was hat er jetzt gerade so viel totgehauen? Doch nicht diese eine Horizontwache hier. Ja gut, vielleicht auch noch eine zweite, aber trotzdem glaube ich nicht, dass die sich alles totgehauen haben. Aber trotzdem, ich weiß es jetzt nicht, was das, wo das, ob das jetzt ein Secret war und falls ja wo und falls nicht wie und was weiß ich nicht alles. Ich werde es privat auf alle Fälle nochmal nachchecken. Und falls ich es dann noch rausfinde, dann werde ich jetzt vielleicht auch nochmal in einem Stream oder so nochmal zeigen. Wie gesagt, jetzt werde ich es aber nicht machen. Ich bringe es ja schon am Samstag ins Stream, da habt ihr schon ein kleines bisschen Spoiler. Ja. Also nicht wundern, wenn ihr euch jetzt die ganze Zeit denkt, hey, der hat das auch schon mal im Stream gezeigt. Nee, das hier ist davor aufgenommen. Ich nehme das Ganze hier am 11.2. auf. Vater sucht nach dir. Dass Vater euch hierher bringt. Das war nicht Valkorion. Ihr habt meine Pläne vereitelt. Ich werde es genießen, euch zu vernichten. Wenn ich euch töte, schicke ich Velin euren Kopf als Erinnerung daran, was ihr bevorsteht. Meine Schwester lässt sich nicht so leicht schocken. Ihr habt mein Imperium angegriffen, habt meine Mutter getötet. Jetzt kommt meine Rache. Besiege Arkan. Hatte ich überhaupt an der ersten Folge hier von dem Kapitel gesagt? Willkommen zur nächsten Folge. Falls nicht, dann willkommen zur nächsten Folge. Auch wenn es jetzt schon ein paar Folgen her ist. Ja, im Schloss des Drachen. Dann habe ich mich gerade daran erinnert, dass ich den Kapitelnamen bisher noch gar nicht gesagt habe. Ist das Ende, Fremdling? Nö. Bist zwar ein Champion-Gegner, aber trotzdem kein Champion für mich. Ja, aber wahrscheinlich für Theron. Okay. Da drin zu stehen war sowieso ein Fehler. Aber das ist ja noch so ein blödes Viech. Das Störenfried hier.
Geiler Name übrigens. Sakul gehört mir. Dir gehört gar nichts. Wenn es an mir gehen würde, würde dir nicht mal ein Schwert gehören. Hat sie mich einfach nicht verdient. Senja hat sich ja so gesehen mit dir verfetzt und Senja ist ja so gesehen jetzt ja auch draufgegangen. In Kapitel 1. Ich werde nicht fallen, nicht vor euch. Ich mache Videos fertig, das heißt also, ich werde nachher mal einen Schnitt machen und dann erstmal die andere Folge nachsynchronisieren, bevor ich es vergesse. Mache ich das lieber gleich. Aber der geht mir nicht auf den Sack. Ihr werdet nicht nehmen, gut, der was mir gehört. Der ist zumindest nicht so schlimm wie der Aries, der die ganze Zeit diese blöden Flächenschäden da überall rausgehauen hat. Der ist deutlich einfacher. Boah, wow, ich muss aber sagen, Tyrion kommt echt extrem gut mit den Typis klar. Nein, ich kann jetzt nicht scheitern. Natürlich scheiterst du. Hast schon immer gescheitert. Also das Leben hat schon gescheitert. So, ich mach mal kurz einmal auf den hier. Beide, dass alle Schaden kriegen. Okay, zack. Ja, genau, hau nochmal Schaden raus. Hey, wer ruhig Schaden, ey! Du bist doch schon längst tot. Warum krieg ich noch Schaden? Das ist unfair. Okay, mach ich aber kurz einen kleinen Schnitt, bis gleich. Okay, weiter geht's. Nach einem kleinen Break. Hallo, Akan. Deine Zeit ist abgelaufen, Sohn. Es wird Gerechtigkeit herrschen. Ihr werdet den Thron nicht besteigen. Grüßt eure Mutter von mir. Euer Kampf um den Thron endet hier. Ihr hört euch an wie Vater. Er zerstört alles, was er berührt. Seine Heimat, seine Familie und schon bald auch euch. Ich bin stärker, als ihr denkt. Valkorion braucht mich. Ihr seid eine Enttäuschung. Es gibt keinen Feind, der gegen mich bestehen kann. Nicht mal Valkorion. Ich war auch mal so selbstbewusst. Deine Vernichtung war unausweichlich. Die Schwachen müssen immer sterben, um den Mächtigen Platz zu machen. Du bist ein Monster. Und du bist ein Kind. So sterbe ich also, während die ganze Galaxis jubelt. Beendet es, Fremdling. Ich bin euer Beschützer, Sakul. Werdet Auge von Arkans Schande. Sakul, dies ist euer gefallener Imperator. Schwach, erbärmlich und schon bald vergessen. Niedergestreckt vom Fremdling, der seinen Thron besteigen wird. Er herrschte in Valkorions Schatten und stirbt nun in meinem. Bombardiert sie und hört erst auf, wenn vom Fremdling nur noch ein Haufen Asche übrig ist. Aber eure Anhänger. Tötet sie alle. Ja,
Dana, wir müssen hier raus, sofort! Ich kann euch nicht erreichen. Es ist das reinste Chaos. Kehrt zurück zum Landeplatz. Okay. Dann raus hier. Ah, vielleicht ist es jetzt vielleicht da. Warte mal, kann ich hier auch durch? Nein, okay. Nehme ich mal einfach mal hier den Raketenschub. Dann wird diesmal nicht so mit Gegnern bombardiert werden. Ja, natürlich, war ja klar. Warum rede ich auch davon? Ich bin so blöd. Ich habe den Teufel heraufbeschworen. Das wird helfen. Wie immer. Warum sag ich auch, warum erwähne ich auch das Wort Gegner? Ist doch klar, dass sie auch dann kommen. Okay, jetzt gehen wir auch rein. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ob das unbedingt sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil wir gerade vollgeballert werden, aber egal. Ist hier auch noch irgendwas vielleicht? Achso, die Tür ist auch wieder zu. Okay, ich gehe einfach mal hier runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll ist. Hier komme ich natürlich wieder nicht durch. Komme ich da durch? Bitte. Ja, okay. Okay, wir müssen anscheinend hier raus hier. Ja gut, hätte ich auch jetzt nicht irgendwie anders gedacht. Ah, warte, jetzt können wir vielleicht nochmal gucken. Nö, anscheinend nicht. Okay, dann raus hier. Ich habe echt keine Ahnung wegen dem Secret. Entweder jetzt war das oder ist es was anderes. Oder ich habe es wieder übersehen. Könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben, bitte, ob ich das Secret übersehen habe. Weil es gibt hier auf jeden Fall irgendwo ein Secret. Aber ich weiß nicht mehr, echt nicht mehr, wo es war. Aber es kann auch sein, dass es das war. Commander Theron am Leben! Die Sache ist noch nicht überstanden. Ja, noch sind wir am Leben, ne? Wir sollten so bleiben. Okay, weg hier. Mission erfolgreich. Hm, quasi. Baelin hat überlebt, aber Halb Sakul hasst sie jetzt. Und Indo ist mit den Rebellen entkommen, um sich in Zukunft dem Kampf anzuschließen. Was natürlich nicht für die gilt, die wir im Kampf verloren haben. Ihr vergesst den besten Teil. Ich habe Arkan getötet und die ganze Galaxis hat zugesehen. Als ihr ihn niedergestreckt habt, habe ich etwas gespürt. Als ob seine Lebenskraft auf euch übergegangen wäre. Ich habe im Laufe der Jahre schon einige Seelen verzehrt. Diesmal war es nicht anders. Mein Sohn kann nicht in den Geist anderer übergehen. Ihr habt einfach nur seine Stärke aufgenommen. Sein Geist wurde vernichtet. Ihr könnt mich nicht täuschen. Warnt mich das nächste Mal. Genug von den Geistergeschichten. Gebt mir nächstes Mal vorher Bescheid, wenn ich im Begriff bin, einen von euren Nachkommen in mich aufzunehmen. Ihr werdet es noch einmal erleben, wenn ihr Velen besiegt. Mein letztes noch lebendes Kind. Wir sind bereit für eure Ankunft. Vaters Fessel hat mir lange genug die Kehle zugeschnürt. Es ist Zeit, dass ich mich von seinem Würgegriff befreie.